Liebe Freunde des Rechts, es wird Zeit für mein erstes Unboxing-Video. Man kann sich fragen, muss man wirklich jeden Trend, den junge Leute erfunden haben, nachahmen? Muss man nicht, aber man kann. Hier ist also Unboxing von dieser Kiste und sie enthält mein erstes Buch. Ich habe ein Buch geschrieben. Es geht nicht um Verschwörungsmythenerzählungen oder Hass und Hetze im Netz, sondern es geht um Open-Source-Software. Und das wäre die Stelle, wo jetzt viele von euch schon abschalten können, weil sie sagen, Open-Source kenne ich nicht, brauche ich nicht, ist nicht das, womit wir ansonsten zu tun haben. Aber diejenigen, die entweder sich tatsächlich für dieses Thema zufälligerweise interessieren oder gerne wissen möchten, womit verdient der Jun und seine Anwälte eigentlich normalerweise ihr Geld, die könnten für 2 Minuten kurz erfahren, was es mit Open Source, Compliance und Software so auf sich hat. Ja, Open Source Praxishandbuch, so heißt der Titel. Ich muss drauf gucken, na klar, weil der Ansatz für dieses Buch eben nicht sein soll, eine juristische Abhandlung zu produzieren, sondern eine praktische Handreichung für diejenigen zu geben, die mit Open-Source-Software zu tun haben. Also dieses Buch richtet sich an diejenigen, die entweder Open-Source-Software selbst produzieren, Software schreiben unter Zuhilfenahme von Open-Source-Libraries oder Frameworks oder Betriebssystemen oder bei denen die Open-Source irgendwo im Unternehmen durchläuft. Und das passiert relativ häufig, denn ein Hersteller beispielsweise von einem Heizungssteuergerät hat Software in seinen kleinen Geräten oder Fernbedienungen oder seinen Apps, die fürs Smartphone geschrieben werden und ist dann gegenüber dem Endkunden oder allen anderen Rechteinhabern auf der Welt verantwortlich dafür, rechtliche Bedingungen einzuhalten. Und da kann man sagen, das hat bisher auch ganz gut ohne funktioniert, mag sein, aber der Grad an Compliance-Einhaltung ist ja in den letzten Jahren zum Glück ein wenig gewachsen, eben auch, weil Rechtsverletzungen besser nachverfolgt werden. Und jetzt will ich nicht die alte Platte spielen mit, es ist gefährlich, Rechte zu verletzen, das weiß jeder, beziehungsweise kann es selbst für sich und sein Unternehmen entscheiden. Wenn man sich aber entscheidet, die rechtlichen Bedingungen von Open-Source-Software einzuhalten, dann möchte man möglichst wenig Aufwand damit betreiben oder die richtige Abwägung zwischen Gefahrvermeidung einerseits rechtlicher Sicherheit und Aufwand und Kosten andererseits erzielen. Und dafür wollen wir hier ein bisschen Unterstützung leisten. Das führt tatsächlich dazu, dass man sich auch mal überlegt, wie ist eigentlich rechtliche Sicherheit relativ zu betrachten? Ist das nicht ein Widerspruch für sich? Wie viel Sicherheit brauche ich denn wirklich? Denn um ehrlich zu sein, 100-prozentige Sicherheit erreicht man in Compliance-Prozessen nie. Und man muss sich überlegen, wie kann man eigentlich konsistent sein dabei? Führt schon zu weit ins Detail, ist irgendwo in einem der hinteren Kapitel behandelt. Für diejenigen, die immer noch dabei sind und gern wissen wollen, was ist eigentlich Open Source Software? Es ist quellenoffene Software, die kostenlos zur Verfügung gestellt wird, die also jedermann nehmen kann, sie weiter verändern kann und entweder unter kommerzieller Lizenz dann in seinem Produkt weitergeben darf oder wo er daran gebunden ist, dass er seine eigene Software, die er mit der Open Source Software verbunden hat, ebenfalls unter eine entsprechende Open Source Lizenz stellen muss. Und das ist ein witziger Mechanismus, den haben sich die Menschen von Open Source Software ausgedacht, um sozusagen den Gedanken der freien und offenen Software zu promoten, in die Welt zu tragen, führt aber andererseits dazu, dass einige Leute, die sich nicht daran halten wollen, große Schwierigkeiten bekommen, wenn sie in diesen Grenzbereich kommen, wo dieser Copyleft-Effekt einsetzt. Und das ist eine der spannenden Fragen. Muss ich meine eigene Software auch unter Open-Source-Lizenz stellen? Beispielsweise eine Fritzbox von AVM. Dort hatte ein Rechteinhaber des Linux-Kernels geklagt bzw. sich in einen bestehenden Rechtsstreit eingeklinkt als Nebenintervenient und gesagt, AVM, du darfst gar nicht gegen Cybits Urheberrechte geltend machen, weil deine Software ist eine Firmware und sie ist in einem Gerät zusammen verbacken und alles, was zu diesem Gerät gehört, muss auch unter Open Source gestellt werden. Hat AVM dann auch getan. Fritz OS steht unter Open Source Lizenz. Viele andere Unternehmen halten sich nicht daran. Und wir halten das für richtig, dass sie sich nicht daran halten. Tatsächlich glauben wir, dass die jüngste Rechtsprechung, die zu diesem Thema ergangen ist, ein Irrläufer war. Ein Irrtum, der entstanden ist, weil das Gericht vermutlich die technischen Zusammenhänge von Firmware nicht verstanden hatte und davon ausging, dass bei einem so kleinen Gerät, wo alles in ein Binary zusammengepackt ist oder in einem Datenpaket nicht mehr getrennt werden kann. Und deswegen ist alles, egal ob Kernel Space oder User Space, ein großes Sammelwerk und alles ist miteinander verbunden, muss unter GPL V2 gestellt werden. Wir hatten extra einen Rechtsstreit, wo es um WordPress
Themes ging, einmal durch die Instanzen gebracht, um diese Fragestellung, nämlich wie dieser Copyleft-Effekt sich tatsächlich auswirkt, einmal neu gerichtlich untersuchen zu lassen und kam dort dann tatsächlich beim OLG Karlsruhe zu einem anderen Ergebnis. Wir haben dazu auch schon mal ein Video gemacht und natürlich diese Rechtsprechung und die Überlegungen dazu in diesem Buch besprochen. Also, dieses Buch ist für diejenigen, die Open-Source-Bedingungen einhalten müssen, entweder weil sie nicht die Rechte von Rechteinhabern verletzen wollen oder viel häufiger, weil sie ihrem Kunden gegenüber verpflichtet sind, rechtmäßige, rechtsmangelfreie Software abzuliefern. Und da kommt der meiste Compliance-Druck eigentlich her, wenn Hersteller von Endprodukten von ihren Lieferanten verlangen, dass sie nachweisen, dass sie sich an Open-Source-Compliance gehalten haben. Und da ist dieses Buch hier eine kleine Stütze, kleine Hilfestellung für Best Practices oder Vorschläge, wie man damit umgehen kann. Ich hoffe, es möge einigen Leuten nützlich sein und nutze an dieser Stelle nochmal die Gelegenheit zum herzlichen Dank für all die Kolleginnen und Kollegen in der Kanzlei, die an diesem Buch mitgewirkt haben, vor allem den Mitherausgebern Christian Galetzka und Yvonne Rossmann, die das Buch vorangetrieben haben, denn eigentlich war ich nicht der Treiber dahinter. Ich habe zwar ein paar Kapitel geschrieben, aber gekümmert dafür, dass das Buch wirklich rausgekommen ist, haben sich Christian und Yvonne und mitgewirkt haben ganz viele Anwälte aus dieser Kanzlei. Es war auf diese Weise natürlich auch viel leichter, das alles zu koordinieren, weil wir alle in der gleichen Kanzlei waren und weil wir natürlich täglich mit diesen Themen auch zu tun haben. Ich werde noch ein paar Videos dazu machen, zu einzelnen Themen. Mal gucken, ob es irgendjemanden interessiert. Wenn ihr Fragen zu Open Source habt, die ich bei der Gelegenheit entweder anhand des Buches oder über ein Video besprechen sollte, schreibt es in die Kommentare rein. Würde mich freuen, zu diesem Thema weiter zu diskutieren. Bis dann.